Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Ja, in der letzten Folge war ich wohl, glaube ein bisschen zu laut, denn im Stream hieß es auf einmal, ich war zu leise und jetzt war ich in der Folge wieder zu laut. Also das ist irgendwie mal alles ein bisschen komisch mit OBS. Ich hoffe, jetzt passt das Ganze wieder mit dem Ton und das Ganze jetzt halt wieder funktioniert und alles wieder klappt. Wir sind heute in München unterwegs. Ich weiß gar nicht, muss ich gestehen, die Linie 154 ist ja aktuell in Entwicklung. Die wird ja gerade gebaut, also die 154 Ost. Und ja, wir sind ja vor einiger Zeit, haben wir hier unsere Leitstellenfahrt gemacht in München. Und ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, ob wir die 154 irgendwie schon mal gefahren sind hier auf dem Kanal. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn doch, ist nicht so schlimm. Wenn nicht, wäre es schon schlimm. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir gucken uns das Ganze heute an. Es gab sowieso im August ein Update, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dementsprechend wollen wir hier mal ein bisschen reinlinsen, schauen uns das Ganze mal an. Denn der Dennis, habt ihr ja gesehen, der macht das Ganze von TMS Studios. Der schaut sich das an. Da kann man hier vielleicht mal so einen kleinen Vergleich ja eventuell ziehen, welches halt besser aussieht. Ne? Ob jetzt nur ein OMSI oder halt von TMS Studios und ja, so weiter und so fort. Dementsprechend würde ich sagen, wir steigen ein, rüsten auf und fahren ab. Fahren von der Tivoli-Straße nach Nordbad. Dementsprechend, so schaut's aus heute in der Folge. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, dann auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen aufrüsten hier und dann schauen wir mal. Ja, ich hatte versehentlich einen falschen Bus gewählt gehabt. Ich hoffe, das schadet jetzt hier nicht so groß, denn... Ach so, okay. Warte mal, jetzt müssen wir gerade zu gucken. Ah ja, okay, die müssen ihre Tickets hier am Automaten kaufen. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Kasse? Fehlt noch eine Kasse, aber ist alles gut. Gibt's nicht. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal schlau machen. MAN. Das kriegen wir hin. Mit dem Retarder, das passt. ASR können wir anlassen. So, anmelden. Haben wir die 27914. Und Codenummer ist die 67. Ach, ich liebe es. Ich liebe es, wenn Entwickler mitdenken und hier den PIN einfach aufschreiben, verstehst du? So, Anmeldung 154. Achso, nee, warte mal, das ist ja falsch. 01, passt das? Nein, das ist falsch. Menü 154.02. Das passt, wunderschön. So, genau, können wir die Fahrgäste hier schon mal einsteigen lassen. Boy, das ist Gold. Boy, das ist Gold. Ja, ja. Ja. Oh, meine Güte. Sind die wirklich so? So, machen wir mal hier an. Können wir hier Umluft ohne anmachen. So, das ist unser Fahrplan hier, Tivoli-Straße. 23. Ja, sollte eigentlich nicht allzu lange dauern jetzt hier. So. Danke. Bitte. So, bäumt sich jetzt auf hier. Mal hier die Zeit mal ein bisschen vorspulen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt müssen wir gerade gucken. So. Was ist denn jetzt? Oh, wollte er jetzt gerade nicht. So, ja, er zeigt mir jetzt natürlich falschen Weg an. Das ist natürlich jetzt so unschön. Weil BBS wieder mal der Meinung ist, er muss wieder machen. Oh, was ist denn hier mit euch los? Nee, hier wird nicht mehr zugestiegen. Das. Das ist meine Verantwortung. Wenn euch was passiert, bin ich dran. Nee, Leute. So haben wir nicht gewettet. Am Tucherpark. Hm.
Ja, wir sind natürlich wieder in München unterwegs. Ne? Gerade ist ja nun, wisst ihr ja, ein bisschen performancehungrig. So ein bisschen wie bei Tügelsdorf. Aber ich denke mal, kommen wir klar. Ich habe schon so eingestellt, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft. Müssen wir mal gucken. Was ist hier los? Ah ja, wir müssen nach links. Großartig. Und keiner ist mich links. Das ist. Guckt der so weit nach schräg oben? Kann der nicht einfach nach rechts gucken? Das verwirrt mich, diese Kameraposition. Das ist halt das Schöne, wenn du in Real Life fährst, ja. Du guckst halt dahin, wo du hingucken musst. Ja, das verwirrt mich jetzt hier. Warum guckt er so hoch? Ja? So wird der Bus zumindest warm. Der wird nicht warm. Na ja, doch, der wird langsam warm. Hauen wir mal die Heizung in volle Pulle hier. So ein Ruckel. So, hier war es ja so gewesen, die laufen erst los, ne, wenn wir stehen hier. Ja, genau. Mama Mia, was ist denn mit der Lüftung, dass hier so kalt ist? Ein bisschen heiß. Tja, MAN hat nicht die beste Heizung verbaut. Da tut mir leid. Also hier wirklich, bei so einer Fahrweise steige ich, glaube ich, besser aus. Oh Gott, ich fahre nur links rum. Meine Güte, die können was zusammensammeln hier. Das Payware-Add-on übrigens, ja, also müsst ihr Geld bezahlen für. Bei dem Wetter wäre es wünschenswert. Ist hier kalt hier. Oh, meine Güte, das ist ja unglaublich. Was ist denn hier los? Echt alle ausgestiegen? Wahnsinn. Entweder ich habe was berührt oder ich weiß auch nicht, warum die jetzt alle ausgestiegen sind. Chinesischer Turm. Schon cool hier, ja, wenn du so durchfährst. Da geht 30. Mir ist kalt, Alter. Ist gut. Boah, ist das kalt. Das ist kalt. Da kriegt man ja eine Erkältung da herin.
intime Straße. Ja, ja, aber das ist bei uns tatsächlich auf dem Betriebshof genauso. Ja, da lassen die Busfahrer erstmal, kommst du da an, rüstest deinen Bus auf oder hauen sie schon mal die Heizung volle Pulle. Ja, und dann gehen sie erstmal noch gemütlichen Kaffee trinken, bevor sie dann losfahren. Also scheint wohl der Realität zu entsprechen, dass das Ganze hier ein bisschen länger dauert hier mit der Heizung. Und siehst du ja, ne, die hier am Rumsammeln sind. Kann ich hier 2 Minuten Takt oder was? Guten Tag. Dreh mal den Heißlüfter auf. Sag einmal, bei euch ist ja saukalt da drin. Habt ihr vergessen, Heizung einzuschalten? Das ist aber mein Trick 17 hier. Wenn der Karte bei euch performance, sehe ich nicht. Alter, das war jetzt ein bisschen knapp. Wenn gerade die Performance nicht bei euch nicht gut läuft, versucht einfach die Low-Texturen einfach zu aktivieren. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen mehr Performance rausholen. So. Sind zwar natürlich die Objekte nicht so schön aus, aber es läuft einfach mal noch einen Ticken besser. So langsam wird er warm. Mach schon mal 11 Grad hier drin. Können Sie ein bisschen heizen? Oh. Oh. Grüß Gott. Ist das kalt? Mir ist zu kalt hier. Oh, ist das kalt? Meistens zapfen. Ich weiß schon, warum ich nicht gerne in Menschen fahre. Ja, großartig. Hallo. Hier, was ist denn mit der Lüftung? Das geht überhaupt nicht. Ja, einfach mal. Scheint wirklich kalt zu sein hier in München. Ja, wirklich kalt, kalt, kalt. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir die Linie schon mal gefahren sind, muss ich gestehen. Wenn es doch ist, ja, dann ist es halt so. Bad Hügelsdorf müssten wir uns eigentlich auch nochmal anschauen. Oh.
Also eigentlich gibt es ja noch genug Payware-Content, den wir hier eigentlich noch zeigen müssen. Irgendwie kommt immer was dazwischen, hat sich hier eine Straßenbahnkarte, da hast du mal wieder was Neues, was du zeigen musst. Berlin Buch ist da. Ja, also, wenn er die letzte Folge verpasst hat, unbedingt reingucken. Ich hab ihn noch gesehen, so. Ein Stück so, weißt du? Ich habe ihn noch gesehen, wie er gerade losgerollt ist. Ach, Mann, oh 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 Mann. Das darf alles hier nicht wahr sein. Ah, laden, laden, laden. Wundervoll. So schnell konnte ich natürlich dann nicht mehr reagieren. Hallo. Servus. Boy, das ist gut. Ich habe gleich noch eine Meldung bekommen, so, hast dich vom Unfall entfernt. Ja, so viel dazu. Verkaufte Zeit gesperrt. Ja, Leute, so ist es. Und ich habe es noch gesehen, ich habe es noch. Aber ich hätte nicht so lange. Ich habe ihn gesehen, wo er hier unten war. Hier, weißt du? Hier unten. Da habe ich schon seine Schnauze gesehen. Dachte mir so, nein. Da kannst du einfach nur noch Augen zumachen und durch, ja? Kannst du nichts mehr machen. Ja, ja. Ja.
Boah, was ist hier los? Wir wollen hier mitfahren. Ja, so kurzer Abschnitt, da kann die Heizung auch nicht machen, ja, ganz ehrlich. Boah, ist das kalt hier, wie hier friert. Wir müssen eh nach rechts. Steht ein Auto. Machen wir uns im Leben nicht schwer, warten wir einfach noch. Immer ein bisschen Verfrühung, von daher passt das alles. Geht schon in Ordnung. Gestehen, diese Tour kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Muss ich mal echt mal, dann mal so Streams gucken oder sowas, wie die mal ja irgendwie gefahren sind. Hallo. Christiana. Servus, Christi. Ja, im normalen Leben würde jetzt könnten wir jetzt hier die Handbremse reinmachen, immer das wäre immer nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen.
Hallo. Mann, oh Mann. Ist hier kalt, Mann. Naja. Immer wieder das Gleiche hier. So, will ich mal rüber hier von euch. Oh, die glitschen sie alle im Boden. So, ich gehe davon aus, dass wir geradeaus weiterfahren müssen. Ja, er zeigt jetzt hier nämlich rechts rum. Ja, noch. Geht geradeaus weiter. Ja, naja, leider ein paar Unfälle. Obwohl ein paar. Naja, das erste sehe ich irgendwie nicht jetzt an, als dass das ein Unfall war. Warum die alle aussteigen, keine Ahnung. Ja, vielleicht war da wieder eine unsichtbare Wand oder sowas. Das zweite Mal, wie gesagt, uns die Karre reingefahren. Das hätte gescheppert im Livestream. Da hätten wir, da wären zwei Unfallpunkte wären dazugekommen. Gott sei Dank waren wir nicht im Livestream. Fahrlehrer hat gesagt, man soll nicht den Platz nehmen, den man braucht. Machen wir also. So, das war's. Wundervoll. Servus. Ich hab Pause. Was ist los mit euch? Leute, ich würde sagen, das war's dann von der heutigen Folge hier aus München. Wie gesagt, ein bisschen ärgerlich durch die zwei Unfälle, die wir jetzt verzeichnet hatten hier. Ärgerlich. Aber so ist es. Kann man jetzt leider nicht ändern. Dennoch hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, die 954 kam mir jetzt ein bisschen fremd vor. Man war so schön geschlängelt, ist man so schön durchgefahren. Cool. Wie gesagt, die 954 Ost ist ja aktuell im Bau. Und dementsprechend, ja, mal gucken, was hier auf sich, was auf uns noch hier zukommt. Hier in München, schön finde ich halt, dass es hier immer noch Support gibt und alles, was, dass man hier wirklich immer noch weitermacht und das Ganze nicht einfach veröffentlicht hat. Und dann, ja, ist es halt so, ne? Ja, haben wir ja schon so ein paar DLCs, die das Ganze machen. Ja, danke wieder auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.